Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier auf dem Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und ja, heute gucke ich, vor der Tür steht hier diese Riesenkiste. Und ja, ich darf endlich mal wieder einen 3D-Drucker vorstellen, und zwar hier von Flying Bear, der Flying Bear Ghost 6. Ja, und was der kann, das sehen wir dann, denn hier teste ich wirklich mal alle Materialien, die er machen soll, ja, von PLA, PDG, TBU, Nylon, Carbon werde ich mal testen, ABS und natürlich ASA. Wie immer wurde mir das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt von Flying Bear und AliExpress, um dieses Gerät für euch ausführlich zu testen. Ich bin gespannt, was da in der Kiste ist. Natürlich könnt ihr wie immer steppen. Unten habe ich euch Reiter reingemacht. Könnt ihr von einem Punkt, was euch interessiert, zum nächsten gehen. Ich werde hier natürlich ein paar Tests auch durchführen, euch die Druckergebnisse zeigen und natürlich das Gerät vorstellen. Fangen wir an mit dem Unboxing. Und ja, wen das interessiert, der bleibt dran. Alle anderen schalten ab. Ich hoffe, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid. Der Flying Bear Ghost 6 ist ein Core XY-System. Also er hat auch viele, viele Überraschungen. Direktextruder, wo man auch zum Beispiel das Filament, wenn das verstopft ist, ziemlich leicht auswechseln kann und auch mit sehen kann, also so ein Sichtfenster. Also hier sind viele, viele kleine Spielereien drin. Er druckt natürlich auch dadurch schnell. Auch die Bettgröße ist interessant, aber ich will ja gar nicht so viel verraten. Machen wir gleich das Unboxing. Das dürfte wirklich nicht so lang dauern und können dann schon ihn testen, drucken und schauen, ob er das erfüllt, was sie versprechen. Ja, was ich gleich schon sagen kann, der Ghost 6 kommt wirklich gut verpackt an. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Echt massiv. Was man hier gleich sieht, ne, ist hier, was so aussieht wie eine Mütze. Das ist dann praktisch die Abdeckung, die oben drauf kommt, um natürlich die Temperatur zu halten. Dann haben wir hier ein paar Flyer mit den QR-Codes. Dann die Packliste. Ja, da sollte ich nicht dran ziehen, sondern einfach mal den Deckel abmachen, genau. Ja, und schon sieht man das ganze Gerät. Also ich habe den rausgeholt. Dort liegt dann praktisch die Scheibe bei. Hier sieht man nochmal, wie gut der verpackt ist. Ja, nachdem ich die ganzen Styroporteile ausgebaut habe, kam dann praktisch das Zubehör, was zu dem Ghost 6 dazugehört, empor. So. Und ja, das wollen wir uns natürlich dann auch nochmal im Einzelnen anschauen. Natürlich ist hier ein Filamentrolle dabei zum Ausprobieren. Dann haben wir den Filamenthalter und Sensor. Natürlich hier den Rollenhalter. Dann die Spachtelzange, ein USB-Stick, SD-Karte, also da ist einiges dabei, Pinzette war auch dabei. Ja, hier haben wir noch ein Hotend komplett und das Werkzeug dazu, ein USB-Kabel, den Netzstecker, wo ich gleich schon sagen kann, für mich gerade zu kurz, und natürlich hier für die Tür die Befestigung und die Anleitung, ja, auf Russisch.
Natürlich kann man sich dann auch die Anleitung in Englisch runterladen. Gut, kommen wir zum Herzstück hier, den Extruder, ein exklusives Design, war da sehr überrascht. Der Direkt-Extruder hat auch so eine Innovation, und zwar hier mit diesem Sichtfenster, aber da kommen wir auch später nochmal genauer dazu. So, im Überblick. Hier zeige ich euch nochmal den Ghost 6, bevor wir die letzten Teile montieren. Also er kommt zu 99% vormontiert. Man muss nur noch wenige Sachen machen. Hier sehen wir schön die Stepper. Hier das Hot End. Ich muss sagen, wirklich auch ein nices Design. Wir haben hier eine Glasplatte drauf. Und hier sieht man, dass er auch über Wifi gesteuert werden kann. Hier sehen wir den Sensor, den Flammensensor und den Schalter, wo man auf 110 bis 220 Volt schalten kann. So, nachdem wir das Unboxing gemacht haben, müssen wir natürlich ein bisschen was zusammenbauen. Und hier ist die Anleitung, die so wirklich sehr schön ist von den Bildern her. Man kann anhand dessen auch schon arbeiten. Aber ihr seht, das ist ein bisschen kryptisch. Korrigiert mich. Ich denke mir mal, das ist Russisch. Ja, ich hätte gern schon ein bisschen gewusst, was ich da tue. Und deshalb gibt es einen Link. Und das zeige ich euch jetzt mal hier. Denn auf der SD-Karte, wo ich gehofft habe, die mit dabei liegt, das ist eine 4 GB, ist nur eine Testdatei drauf. Also daher bekommt man die Info nicht. Deshalb habe ich da ein bisschen geschaut und habe diesen folgenden Link bekommen von Google Drive. Natürlich ist der Link auch in der Beschreibung. Hier Ghost 6 Download Sender und hier diese Files. Dann klickt man hier drauf und dann sieht man schon, sind hier die Dateien. Die lädt man sich hier runter. Kann man praktisch hier downloaden. Dann hat man hier ein Cura Plugin. Das schauen wir uns später an. Printtest, hier ein Diagramm, wie das Mainboard aufgebaut ist und hier Ghost 6 Manual. Ist dann in Englisch, aber damit können wir schon was anfangen. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Jetzt machen wir weiter mit dem Zusammenbau. Ja, montieren wir zuerst mal die Tür und dazu brauchen wir natürlich hier das Werkzeug und hier das Zubehör für die Plexiglas-Tür. Gut, ich habe mal alles hingelegt. Wir haben hier zwei Löcher, die werden links an den Scharnieren geschraubt. All das ist kein Problem. So sieht es dann fertig aus. Dann machen wir noch den Knopf dran. Hier ein Magnet und die Schraube drauf. Wird drauf gedreht. Fertig. Ja. Schon ist die Tür montiert. Dann kommen wir zu dem Direktextruder. Der ist auch total einfach zu installieren und das ist auch mal eine ganz tolle Sache. Hier, der wird hier drauf gesteckt und dann links und rechts nur verschraubt. Einfacher geht es doch gar nicht mehr. Sowas wünsche ich mir überall. Ja, dann schließen wir den Stepper-Motor an. Dann wird das Kabel hier an der Halterung mit Kabelbinder festgemacht. Dann schneiden wir die übrigen noch ab. Dann kommen wir auch schon zu dem Filamentsensor. Ja, das ist die Führung, die wird oben montiert. Dann wird der Filamentsensor, also die Halterung, montiert. Hier ist darauf zu achten, hier ist noch ein Kabelhalter, der dann auf der anderen Seite, so soll es aussehen, das Kabel führt. Dann stecken wir das Kabel durch und schon können wir den Filamentsensor anschließen. Das war's mit dem Filamentsensor. Dann haben wir nur noch den Rollenhalter.
auch ganz easy. Ja. Man steckt ihn durch, verschraubt ihn von hinten und dann ist auch diese Montage fertig. Dann haben wir noch einen Bautenschlauch, der dann praktisch das Filament zum Extruder führt. Jawohl, der wird dann praktisch, nachdem das Filament eingeführt ist, draufgesetzt, fertig. Ja, dann kommen wir auch schon und machen noch die Schutzfolie ab, dann können wir ihn schon anschließen. Und schon ist er einsatzbereit. Ging doch wirklich schnell. Hier habe ich noch die Sicherung fürs Druckbett weggemacht. Dann haben wir hier natürlich das obligatorische Papier zum Leveln. Ich habe das jetzt diesmal hierher genommen und nicht meine Starfolie. Und hier bei den Zubehör natürlich wie immer eine super tolle Zange, eine Pinzette. Also ist auch eine Menge dabei, unsere Spachtel, ja. Wobei ich das auch nicht immer so gut finde. Dann hier den USB-Stick-Adapter mit Karte. Dann unser Werkzeug natürlich. Und wenn ich es schaffe, ja, hier zum Reinigen der Nossel. Hier haben wir nochmal einen Ersatz-Hotend. Dann das USB-Kabel. Und was ganz toll ist, was dabei lag, ist hier dieser Stift für das Display. Ist auch nicht selbstverständlich. Kommen wir zum Leveln. Der Guss 6 wird mit einer Glasplatte ausgeliefert. Kann man aber auch wählen mit PI, kann man den auch bestellen, Platte. Dann müssen wir natürlich darauf achten, dass wir den schön vorheizen. Auch hier für alle Fans, die es gewohnt sind, Auto-Leveling hat er nicht. Aber das finde ich wirklich gar nicht so schlimm, denn dann lernt man auch mal wieder das normale Leveln und mittlerweile die neuen muss man genauso erstmal vorher leveln, also mit den Stellschrauben. Und wie das jetzt hier funktioniert, zeige ich euch anhand dieses Beispiels. Was ich halt vorher schon gemacht habe, das sollte man, muss man nicht machen und sollte man auch nicht machen. Ich habe jetzt natürlich schon mal ein Filament eingelegt, ja. Hier auch schön darauf achten, dass man den schön schräg anspitzt. Dann durch den Filamentsensor führt über den Bautenschlauch dann zum Extruder. Hier gibt es später noch eine Besonderheit, aber das sage ich dann bei der Bewertung. Und hier geht man dann ins Display, Menü, Filament, heizt den vor. Er heizt hier auf 200 Grad vor. Wir sind es ja teilweise gewöhnt, 230 Grad. Aber ja. Hier hat man dann praktisch die Möglichkeit, in Schritten einzuführen oder unendlich. Und hier kommen wir zu der Innovation von dem schönen Direktextruder mit den Sichtfenstern. Man sieht genau, wie das Filament geführt wird und eingeführt wird. Also das ist eine tolle Sache. Wenn da mal was ist, weiß man, wo man dran ist. Hier sehen wir schon, er zieht das schön durch, es fließt. Also sind wir hier gut vorbereitet. Hier gehen wir auf Temperatur. Hier hat man die Einstellung PLA, ABS und Kühlen. Und jetzt fangen wir mal das Leveln an. Wie gesagt, normalerweise hätte ich das auch ohne nicht das Filament einführen können. Dann ist es ein bisschen einfacher. Aber ich wollte es euch mal hier zeigen. Gut, wie gesagt, ganz wichtig, heizt das System vor, ja, auf den Grundeinstellungen. Und dann gehen wir auf Tools, Leveling und hier haben wir ein 4-Punkte-System und den Z-Offset, wo man einstellen kann. Und ja, man nimmt halt das beiliegende Papier oder ich meistens eine Folie und verstellt das schön an den Stellschrauben, bis das Papier ein bisschen schwergängig geht. Ja? Also dann ist man da auf der richtigen Seite. Das macht man dann bei allen 4 Punkten. Hier seht ihr, was das für einen Nachteil hat, wenn man vorher das Filament reinmacht. Gut. Auch hier immer gucken, dass es leichtgängig durchgeht. Ja, hier alle 4 Punkte gemacht. Dann stellt man noch den Z-Offset ein. Ja. Den kann man auch praktisch während dem Drucken einstellen noch nachträglich.
Somit kann man immer dafür sorgen, dass man einen super ersten Layer hat. So, bevor wir jetzt noch das Drucken anfangen, machen wir hier noch ein Firmware-Update. Ja, dafür brauchen wir die SD-Karte, hier den Adapter dafür, stecken in den Computer und ich zeige euch, wie das Firmware-Update geht. Das hat man mir ans Herz gelegt bei dem Drucker. Dann wollen wir das auch tun. Das geht recht schnell und zwar den Link findet ihr in der Beschreibung. Dann öffnet sich hier das Google Drive Fenster. Hier ist die neue Firmware drin. Wir sagen Ihnen einfach hier herunterladen, drücken drauf und dann wird das runtergeladen. Dann tun wir den auf die SD-Karte kopieren, füttern damit den Drucker. So, dann sieht es bei euch so aus. Ja, wir haben hier die alte Firmware. Wir brauchen natürlich die neue Firmware. Klicken da drauf. Dann haben wir hier die ganzen Optionen und auch ein Video dazu, wo man sich das nochmal anschauen kann, die Dokumentation, was sich da geändert hat, den Marlin Source Code und hier die Firmware. Ja, das entpacken wir, dann haben wir wieder einen Ordner und wir schmeißen praktisch jetzt hier die zwei Sachen auf die SD-Karte. Wie immer, gut, auf der SD-Karte ist nicht viel drauf, sichert das, wenn mehr Sachen schon drauf sind, löscht das und lasst das einfach solo auf der SD-Karte. Ja, dann sieht das so aus. Das ist hier die Datei, die wir kopieren wollen. Hier ist die SD-Karte. Ihr seht, es ist leer. Ihr markiert die, zieht die rüber oder macht recht kopieren und einfügen. Und schon habt ihr das auf der SD-Karte. Die stecken wir jetzt in den Drucker und schauen, was da passiert. So, dann stecken wir die SD-Karte rein, schalten den 3D-Drucker an. Und schon sehen wir, was passiert. Es scheint zu funktionieren, ziemlich easy. Wir sehen, dass er hier das Uploading macht. Jawohl. Jetzt hat er es und fängt dann auch gleich an zu installieren. Die Installation habe ich ein bisschen hier schneller laufen lassen, also das dauert auch ein bisschen. Ja, hier macht er das Updating der Bilder, der Schriftarten und ja, die ganzen BIN-Dateien. Wie gesagt, ich habe das alles ein bisschen schneller laufen lassen, damit das hier nicht so lang dauert. Und schon macht er ein Reset, startet und wir schauen, ob die neue Firmware drauf ist. Gehen hier auf About und hier sehen wir auch schon die neue Version. Super, das Update hat funktioniert. Dann habe ich natürlich von der SD-Karte alle Daten wieder gelöscht, die Testdatei draufgeschmissen und jetzt fangen wir endlich mal das Drucken an, laden uns das runter und starten mal die Testdatei und machen unseren ersten Testdruck. Hier benutze ich praktisch ein Filament, ein leuchtendes von iFilament. Und bin gespannt auf das Ergebnis. Ich war jetzt mit dem ersten Layer wirklich zufrieden. Wie gesagt, man kann auch während dem Druck noch den Z-Offset ändern. Also da ist auch alles möglich, auch eine gute Funktion. Und ja, dann habe ich mal so einen Lautstärketest gemacht. Das ist jetzt mit allen Lüftern an vom Gehäuse. Wenn ich die vom Gehäuse ausmache, ist er wesentlich leichter. Und wenn der Deckel noch drauf ist, also die Haube, dann würde auch leiser, aber das zeige ich euch später nochmal. Ja, hier sehen wir die Testdatei. Ich weiß immer noch nicht, für was die da ist. Ja, vielleicht ja ein Flying Bear Ghost 6 hat. Kann mir vielleicht verraten, für was dieser, ich denke mal, dass es ein Deckel ist, für was das zu verwenden ist. Aber jetzt schauen wir uns mal das Druckergebnis an.
lässt sich leicht lösen, wenn es abgekühlt ist. Ja, hier sieht man noch die Primreste, machen wir natürlich dann auch ab. Also hier seht ihr mal, wie schön es zu entfernen ist, wenn es abgekühlt ist. Ja, und da haben wir hier unser erstes Druckergebnis. Kann sich wirklich sehen lassen. Sieht gut aus. Natürlich kann man das immer noch feiner einstellen, wenn man sich das Filament abstimmt, aber dieses ist ja out of the box und hat die Grundeinstellung von Ghost 6. So, dann wollen wir auch mal den Drucker installieren. Und zwar benutze ich natürlich hier Cura, momentan die Version 5.2.1. Es gibt schon die Alpha-Version 5.3 und zu diesem Zeitpunkt nehme ich aber jetzt mal hier die offizielle. Gut, wir gehen ganz einfach hin und gehen hier entweder und sagen ihm Drucker hinzufügen oder ihr könnt natürlich auch hier unter Settings gehen und Drucker und dann Drucker hinzufügen machen. Ja. Dann gehe ich hin und sage ihm einen unvernetzten Drucker hinzufügen. So, jetzt in der Anleitung steht hier Custom. Ja, wie immer kann man das genauso machen. Aber ich schaue mal, also hier hat sich ja schon einiges getan an Druckern. Und ich war auch überrascht, denn hier haben wir schon den Flying Bear. Da gibt es den Vorgänger. Die 5er-Version, die mache ich jetzt einfach mal so. Und ändere hier einfach mal den Namen, denn wir haben ja uns die Datei runtergeladen und dort ist auch der Start- und Endcode. Und jetzt tun wir das hier einfach mal hinzufügen. So, denn dann haben wir wenigstens schon mal auch hier ein Logo. Ich finde das immer ganz übersichtlich, wenn man mal schnell einstellt, dass man auch beim richtigen Drucker ist. Also, so. Aber wir müssen natürlich jetzt auch schauen, wenn wir jetzt hier reingehen und sagen in Druckerverwaltung. So, dann Geräteeinstellung. Und schauen uns hier mal die Einstellungen an. Natürlich müssen wir hier noch was ändern. Und zwar hat er nämlich eine Z-Höhe auch von eine Z-Höhe von 210. Heizpad haben wir, Marlin. Auch hier stimmen die Einstellungen soweit. Rückenhöhe ist 210. Auch das passt. Also ändern wir jetzt nur noch den Startcode. Und dafür hole ich mir jetzt die Datei. Gehen wir mal einmal zurück. Und hier sehen wir, gibt es eine RA, also hier den Start- und Endcode, den kann man sich dann kopieren. Nehmen wir erstmal den Startcode, kopieren uns das. So, dann haben wir den Startcode und das machen wir dann genauso noch mit dem Endcode. Löschen das, kopieren das rein. Somit haben wir jetzt praktisch 1:1 die Installation von Flying Bear Ghost 6. Dann schauen wir uns noch den Extruder an. Wir haben hier einen 1,75 Filamentdurchmesser, das passt soweit. Das war's. Dann haben wir ihn soweit eingerichtet. Dann können wir das schließen. Bevor wir nochmal schließen, haben wir hier nochmal eine wichtige Funktion und zwar dieser MKS-WLAN-Modul. Das ist ein Plugin, das kann man installieren, gibt es auf dem Marktplatz. Ja. Und hier kann man dann praktisch auch den Drucker dann über WLAN steuern. Aber da kommen wir später dazu. Jetzt haben wir den Drucker soweit eingerichtet. Jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, ob das funktioniert. Hier diese Screw ist auch eine Testdatei, die auch in den Ordner liegt. Die habe ich mir jetzt mal geladen. Die gibt es auch schon fertig, also out of the box. Aber wir wollen ja mal hier mit Cura das selber machen. Also ich habe mir die geladen. So sieht das weit aus. Dann gucken wir uns mal hier die Einstellung an. Wir drucken hier, eine Schichtdicke, also 0,2 mm. Wir lassen das jetzt mal auf 4 mm, wollen wir mal fein drucken. Hier Anzahl der Wände, naja, 4 will ich jetzt, brauchen wir nicht. Dann machen wir mal 2, das müsste reichen. Gut, bei einer Schraube sollte es ja stabil sein. Aber wir wollen das ja auch mal ein bisschen beschleunigen. So, dann haben wir Oberschichten, das ist auch so eine wichtige Einstellung, das lassen wir so. 4, das ist okay. Glätten füllen, ja, 20%. Wollen wir mal gucken. Ja, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen stabil, soll es ja werden. So, bei Material. Ich habe hier das Material von iFilament. Geht mit 200 eigentlich auch ganz gut. War erstaunt, dass er das auch mit 190 so gut gemacht hat. Gut, dann haben wir hier einen Fluss. Ich kenne den Fluss von diesem Filament. Den gebe ich jetzt mal hier ein, der nämlich nicht bei 100 ist, sondern
auf alle Fälle besser bei 97. So, dann die Druckgeschwindigkeit 60. Der Drucker kann 150 mm in der Sekunde. Jetzt lasse ich das mal so, wobei, komm, wir können ja mal, dann sehen wir das mal. Machen wir mal ein bisschen höher, 80. Schauen wir mal, was er da bringt. Dann wird es auch schneller fertig. Und ja, die Kühlung und so weiter lasse ich. Strukturen brauchen wir hier nicht. Ganz wichtig, nicht bei Schrauben wegen den Gewinden hier. Dann lassen wir das Skirt. Dann lassen wir mal so die Grundeinstellung. Das Einzige, was wir jetzt hier ein bisschen geändert haben, ist halt einfach die Angaben vom Filament. Gut, das speichern wir jetzt mal. Gehen wir mal hier rüber. Wir haben hier 1 Stunde 3. Schauen wir mal Vorschau nochmal schnell an, ob soweit alles okay ist. So, ja, das lassen wir mal so. Zack. Und probieren unser Glück und schauen, wie das rauskommt. Speichern wir auf die SD-Karte, legen es in den Drucker und dann geht's los. Ihr seht hier den Laserpunkt, ich bin ungefähr 20 cm weg. Und da haben wir hier die Temperatur. Jawohl, also das ist sauber, das macht er. Immer hier ein bisschen mal an den Rand. Also da kann man jetzt auch nicht meckern. Und dann da hinten noch. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, ihr seht das. Also ich muss auch sagen, von der Optik her sieht das schon cool aus. Jetzt hier mit dem gelben Hot End. Ja, und mit dem Leuchtfilament. Ja, nice. Also ich muss jetzt mal sagen, für die ersten Einstellungen sieht das wirklich gut aus, war wirklich schnell für so eine Schraube und jetzt schauen wir mal, wie da auch die Passgenauigkeit ist, ob das auch funktioniert. Also bin da wirklich begeistert. Und ja, schauen wir mal zusammen und schauen, ob das auch funktioniert. Hier die Mutter. Und jetzt der Schraubtest. Ja, Wahnsinn. Geht wirklich easy. Ja, also wirklich gut abgestimmt. Gute Einstellung. Ja, fein. Dann habe ich jetzt hier nochmal so einen Testdruck gemacht von iFilament. Hier seht ihr dann jetzt die Einstellung. Ich habe immer dasselbe Versuchsobjekt genommen. Das ist eine Halterung für ein späteres Projekt, was ich jetzt hier nicht sagen möchte. Und ja, habe hier alle möglichen Filamente getestet, ja, von PLA, PETG, ASA und ABS. Ja, wie ihr seht, geht das schon schwieriger ab. Die Platte ist auch schon geheizt, da werden wir mal noch ein bisschen warten oder leicht mal anheben. Ja, wie immer, wenn die Kamera nicht dabei ist, ging dann doch ein bisschen ab. Also wir sehen hier, das ist PETG, hier haben wir ein bisschen Screen, aber ich muss sagen, das ist mit einer der günstigsten PETGs und da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen, aber dennoch, genau für dieses Filament, was wirklich schwierig zu drucken ist, hat er das wirklich gut gemacht. So, jetzt drucken wir ASA.
und viele haben sich wahrscheinlich schon am Anfang gedacht, hier, was das hier für eine Haube ist. Ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja. Und zwar kommt die hier oben drauf. Das werde ich jetzt mal tun. Und dann hat man wirklich einen komplett geschlossenen Bauraum. So, jetzt zeige ich es euch nochmal im Ganzen. Ja. Das sieht so aus. Ist hier mit Alu-Beschichtung, ja, damit die Temperatur gehalten wird. Dann macht man hier wie beim Regenschirm. Wenn man das Loch trifft. Oh Gott. So. Und dann hackt es hier ein. Ja. Sehen wir hier schön. Da macht man es wieder raus. Und da wird es eingehackt. Dann ist es so. Und das wird hier hinten eingehakt. So, ich zeige es euch mal. Das sieht hinten genauso aus wie vorne. Ihr seht hier diesen Drahtbügel. Ja, das wird hier einfach so reingeklipst. Und auf der anderen Seite auch. Und somit nehme ich euch nochmal mit, ein bisschen von weiter weg. Dann kriegen wir einen Gesamteindruck. Da muss ich schon ganz schön weit weggehen hier. So, so sieht es dann aus. Und wie gesagt, ihr habt dann einen geschlossenen Bauraum. Hier werden dann die Temperaturen gehalten. Das werden wir auch hier nochmal bei dem messen. Denn jetzt drucken wir ASA und dann geht schon höhere Temperaturen. So, natürlich machen wir jetzt hier die Tür zu, machen hier den Deckel drauf oder die Haube, wie man es auch nennen mag. Sieht ein bisschen komisch aus, aber man gewöhnt sich dran. Wichtig ist die Funktion. Gut, dann drucken wir ASA und schauen mal, was da rauskommt.
Ja, jetzt möchte ich euch noch schnell zeigen, wie das hier mit dem Wifi funktioniert, denn das ist auch ein großer Vorteil von diesem Drucker. Und wie man das einrichtet, das seht ihr jetzt hier. Ja, als erstes gehen wir in das Menü Tool. Dort gehen wir dann auf Wifi und hier seht ihr schon, es ist noch nichts hinterlegt. Wir brauchen auch das MKS-Tool in Cura. Das werden wir natürlich jetzt installieren. Wir suchen aber erstmal im Netzwerk den Drucker und ich habe das mal hier ausgeblendet aus Sicherheitsgründen. Dort ist jetzt meine WLAN-Verbindung. Jetzt gebt ihr noch eure Passwort ein für diese WLAN-Verbindung und somit kann der Drucker die Verbindung aufnehmen. So, dann gebt ihr die IP-Adresse hier ein in dieses Feld. Ja, ihr startet hier MKS WLAN. Das zeige ich euch noch und gebt einfach WLAN-Unterstützung hinzufügen. Dann fragt ihr euch nach dieser IP-Adresse, das was wir jetzt beim Drucker gesehen haben, und sagen ihm einfach okay. Dann besteht die Verbindung. So, und dann zeige ich euch nochmal, wie man da genauer reingeht. Und zwar geht ihr hier bei dem Drucker, Druckerverwaltung, und wenn ihr das Plugin installiert habt, das bekommt ihr auf dem Marktplatz, ja. Das ist hier dieses MKS Wifi Plugin, ja, das müsst ihr euch installieren. Ihr seht schon, ich habe das installiert, einfach installieren. Dann müsst ihr Cura nochmal schließen und wieder öffnen, dann habt ihr das auch. Und dann gehen wir nochmal zurück. Wenn ihr dann unter eurem Drucker, also hier dem Flying Bear Ghost 6, unter Druckerverwaltung geht, dann seht ihr hier dann das neue Plugin MKS WLAN Modul. Ja, dann klickt ihr drauf und hier ist es und schon könnt ihr das anklicken und hier dann auf Verbinden gehen. Wir sind verbunden, weil wir können das jetzt hier unterbrechen und dann ändert sich Folgendes, wenn ihr jetzt hier auf Drucken geht, ja, seht ihr Drucker über Flying Bear Ghost 6. Jetzt könnt ihr praktisch direkt das zum Drucker senden und der Drucker führt das aus, ohne jetzt eine SD-Karte zu verwenden oder ein USB-Kabel. So einfach ist das mit Wifi. Das probieren wir jetzt hier mal an dem Pokémon-Ball. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal, die Grundeinstellungen sind alle getan. Ja, das lasse ich jetzt auch mal so. Und sage ihm, drucken. Und ihr seht hier Datei für das Hochladen. Zu lange bitte umbenennen, das wollen wir doch dann tun. So, und sagen ihm Yes. Und hier macht er den Druckauftrag. Hier sieht man, wie er das uploadet, ja, und dann wie er automatisch das Drucken anfängt. Hier zeige ich euch schon mal eine tolle Display-Funktion und Future. Er hat einen Stop-Button, ja, somit könnt ihr zu jeder Zeit den Drucker anhalten und aber auch wieder starten. So, kommen wir zur Spezifikation und zwar der exklusive Design vom Extruder. Der abnehmbare Fütterungsloch finde ich ganz gut. Echtzeitbeobachtung, transparenter Extruder, doppelte Lüfter, der die Qualität der Modelloberfläche wesentlich verbessert. Wir haben mehrere Verbindungsmöglichkeiten, Wifi, SD-Karte und USB. Das bunte Touchscreen, hochempfindliche Bildschirmbetrieb, komfortabel und einfach zu bedienen. Alle Funktionen können über Touchscreen erreicht werden. Auch zum Thema Sicherheit ist der Ghost 6 wirklich toll. Er hat eine Flammerkennungsfunktion. Bei Stromausfall tut er auch automatisch wieder den Druckauftrag aufnehmen. Die Druckbackgröße ist 255 x 210 mm und eine Höhe von 210 mm. Auf alle Fälle ausreichend für viele Projekte. Dann hat er die Super Silence TMC 2225 Treiber bekommen, die dafür sorgen sollen, dass der Drucker sehr leise ist. Wie schon erwähnt, hat der Drucker auch eine Druckfortsetzungsmöglichkeit, das heißt bei Stromausfall oder man kann den Drucker anhalten und wieder weiter laufen lassen. Er erkennt automatisch Materialmangel durch den Filamentsensor und auch wenn das Filament gebrochen ist. Der Drucker wird ausgeliefert zu 99% vorgefertigt. Den Rest, habt ihr ja gesehen, ist kein Hexenwerk. Das kann jeder und macht auch Spaß. Die Maxgeschwindigkeit bei dem Drucker ist angegeben bei 150 mm in der Sekunde. Hier werde ich auf alle Fälle noch weitere Tests durchführen. Er bewältigt natürlich die
gängigsten Materialien, darunter aber auch ABS, TBU und Nylon, wenn man sein Filament kennt. Er hat einen Leistungsbedarf von 24 Volt und 300 Watt. Ja, dann kommen wir auch schon zum Verkaufspreis. So, lasst uns mal über den Preis sprechen. Also ich muss sagen, für diesen Drucker, der kostet hier, wenn man guckt, ja, US-Dollar 319, hier EU 359 und man kriegt hier noch Prozente. Ich blende euch auch mal den Gutschein ein, da kriegt ihr auch nochmal Rabatte. Oder ihr könnt ihn auch bei AliExpress bestellen und so weiter. Alles in der Beschreibung drin. Aber ich sage jetzt mal hier, für diesen Preis, hier gibt es viele Varianten. Und was halt ich auch noch gut finde, ist, wenn man hier unter Zubehör geht, ja, sieht man dann, dass man auch wirklich die Teile kriegt. Ja. Hier die PI-Platte mit Magnet, kann man auch nachrüsten. Auch hier sämtliche Teile sind hier vorhanden, kann man nachbestellen, sollte mal was kaputt gehen. Aber ich muss sagen, der Drucker ist wirklich robust. Für diesen Preis kann man den wirklich empfehlen. So, liebe 3D-Druckfreunde, kommen wir zum Fazit. Also, ich habe ausgiebig getestet, denke ich mal. Und hier zeige ich euch mal kurz die Vor- und Nachteile, die mir jetzt aufgefallen sind. So viele sind es gar nicht, also eher Vorteile als Nachteile. Aber ich möchte sie trotzdem nennen. Ja, wie ich finde, für den Preis wirklich ein super Drucker und hiermit kann ich den auch wirklich herzens empfehlen. Auch hier die Passgenauigkeit, man kann fein drucken. Hier habt ihr alles schon gesehen, ja, den Mandolin und auch die Vase, die habe ich einfach mal für euch gedruckt, damit man auch mal sieht, es ist 210, also knapp die ist 200, wie groß man doch drucken kann und die Erfahrung spricht, dass man nicht viel größer druckt. Ja. Daher muss ich sagen, ist das wirklich ein toller Drucker. Ja, hier meine Teile, ja, die ich gedruckt habe. Hier ABS und hier das ASA. Ich muss dazu sagen, zum Schutz, also das lag nicht am ASA und auch nicht am Drucker, sondern an mir, an der Lagerung vom ASA. Das war ziemlich feucht. Ich musste es trocknen und danach ging es auch einwandfrei. Hätte mich auch gewundert, weil dieses ASA wirklich toll ist. Gut, TBU habt ihr gesehen, voll geil. Denn wirklich, der druckt wirklich cool und das ist so ein Gripper, ja, da kommen Fäden rein und dann kann man das ansteuern mit dem Motor. Also auch hier, ihr seht, total cool geworden. Wir haben natürlich überall ein bisschen so leichtes Stringing. Hier muss man natürlich auch noch ein bisschen Feintuning machen, sein Filament einstellen und dann druckt der Drucker wirklich gut auf feine Sachen, ja. Wie man hier sieht, das habe ich jetzt mal ein bisschen feiner gedruckt, also das kommt wirklich gut raus. Alle anderen Modelle habe ich tatsächlich sogar schnell gedruckt und auch mit einer Linienbreite von 0,6 und ja, die Düse hat 0,4. Also das mache ich sehr oft, weil ich mein Filament kenne und da kommen wirklich noch gute Ergebnisse raus. Kann man natürlich verbessern. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir doch mal in die Kommentare, ob euch die Videos zu lange sind oder zu ausführlich sind. Würde mich gerne interessieren. Hier möchte ich auch nochmal ein kleines Dankeschön sagen an Stefano. Besser gesagt, ja, du hast gewonnen. Ja, ich schaffe einfach kein Video unter 40 Minuten, was so ein Drucker geht. Aber ich möchte euch auch wirklich alles zeigen. Und ich hoffe, das ist auch für euch interessant. Ihr könnt ja, wie gesagt, zu jeder Zeit auch steppen, was euch interessiert und was nicht. Also da sehe ich kein Problem. Ich würde mich freuen und wäre sehr dankbar, wenn ihr hier abonniert, liked und die Glocke aktiviert. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir und es kommen jetzt wieder viele spannende Sachen. Seid gespannt. Für alle, die mich nicht kennen, schaut mal in meine Playliste vorbei. Da findet ihr bestimmt das eine oder andere interessante Video. Das war's. Vielen Dank bei Willis 3D-Druck. Ciao, euer Willi.